Hier gibt es sogar ganz tolle Körbe zum Verschenken. Und wenn ihr sowas macht, da steht sogar überall dein Name drauf. Das ist total schön, ne? Boah, Ingrid, so geht das nicht. Warum nicht? Für mich geht das doch auch. Jetzt kommen wir nicht mit Promi-Status. Ich bestell das und ihr macht das. Ja, aber es heißen doch nicht alle Kühne. Ja, aber wenn man zum Beispiel Milka heißen würde, könnte man auch so was Schönes zusammenstellen. Man kann aber doch schön was zusammenstellen, wenn man nicht Kühne oder Milka heißt. Ja, was denn zum Beispiel? Was Gesundes. Was Gesundes? Ja, kann man, muss man aber nicht, ne? Oder nur Wein, Bier und Spirituosen. Ah, der Ralf hatte schon Geburtstag. Boah, ja. Oder Süßigkeiten. Genau so machen wir das. Mit Süßigkeiten. Da machen wir ein Ganzes nur mit Süßigkeiten. Und ich nehme den am Ende vom Abend mit nach Hause, weil ich habe morgen Namenstag. Morgen ist nämlich St. Flabes. Was denn? Was? Ich habe ja nicht verstanden, was du gesagt hast. So, jetzt Klappe. Wenn ich zum Beispiel Milka heißen würde, könnten wir auch eine schöne Korb zusammenstellen.